Jetzt, Herr Fink, wie geht's? Wie schaut jetzt Ihr Alltag aus und wie geht's Ihnen damit? Also eigentlich geht es mir persönlich gut, der Familie geht es gut, das ist immer so das Wichtigste. Und der Alltag hat sich natürlich schon massiv verändert. Also man kann das vielleicht so beschreiben, es ist eine Mischung aus Entschleunigung und Anspannung. Ich hatte noch nie so viele freie Wochenenden wie in den letzten Wochen. Daran kann ich mich gar nicht erinnern, weil ganz viel von dem, was mir wichtig ist in der politischen Arbeit, draußen zu sein bei den Menschen, Veranstaltungen, Feste, findet alles nicht statt. Aber unter der Woche ist es teilweise sogar noch hektischer geworden, als es vorher war, weil es diese digitale Welt dazu gekommen ist. Also unsere Landtagssitzungen finden ja wie gewohnt auch im Landtag von Baden-Württemberg statt. Und ganz viele andere Sitzungen finden jetzt digital statt, mit Videokonferenz und allem, was damit zusammenhängt. Und dadurch entsteht auch eine gewisse Anspannung, weil man schon auch merkt, wie unterschiedlich es den Menschen geht. Und es schon auch viele Menschen gibt, die einem berechtigte Sorgen mitteilen. Und das beschäftigt mich schon auch. Und deshalb ist es so eine kuriose Mischung ein Stück weit von am Anfang auch so einer gewissen Entschleunigung, die man durchaus auch genießen konnte, aber auch so eine Anspannung, weil wir alle mit dieser Situation ja umgehen müssen. Ja, und gibt es jetzt mehr Privatleben oder das hört sich jetzt gerade nicht so an? Am Wochenende ja. Also es unterscheidet sich tatsächlich die Tage Montag bis Freitag, da gibt es auf andere Art Privatleben, weil es gibt immer noch die Sitzungen abends, die sind dann von 18 bis 20 Uhr. Früher war man aber oft noch eine Stunde unterwegs zur Sitzung und von der Sitzung nach Hause. Wenn man das jetzt als Videokonferenz zu Hause macht, um 20 Uhr ist die Videokonferenz zu Ende, dann hat man plötzlich noch Zeit für die Familie. Aber die Tage selber, das unterscheidet sich nicht so wahnsinnig von dem, wie es vorher war. Und würden Sie das dann fortführen, das mit den Videokonferenzen, oder lieber nicht? Grundsätzlich ja, aber mir fehlen die persönlichen Kontakte in ganz vielen Bereichen. So eine Videokonferenz eignet sich gut, um Ergebnisse zu erzielen, finde ich. Aber für die emotionale Ebene, da fehlt mir was. Also um ein Beispiel zu nennen, oft sind es ja die Gespräche vor der Sitzung oder auch danach oder dass man vorher mit Kollegen noch was essen geht oder danach zusammen ein Bier trinken geht. Das fehlt. Die Sitzungen selber, da kann man diskutieren, man kommt zu einem Ergebnis und setzt es dann nachher um. Und wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen lernen, wann nutzen wir welches Medium. Für welche Sitzung sind Videokonferenzen super und für was ist es nicht geeignet. Also ich wünsche mir aber schon, dass wir das ein Stückchen mehr nutzen, weil es auch ökologisch einfach Sinn macht, dass wir nicht alle stundenlang in der Gegend rumfahren für eine Besprechung, die vielleicht 45 Minuten dauert. Und ja, jetzt geht es ein bisschen um die Sorgen. Welche Ja. Sorgen treiben Sie um? Mich persönlich, das muss man ein bisschen unterscheiden. Privat habe ich das große Privileg, keine Zukunftssorgen zu haben, ehrlicherweise. Aber was ich in der Gesellschaft erlebe, das beschäftigt mich sehr. Das eine sind die wirtschaftlichen Konsequenzen. Zu schauen, wie kommen wir wirtschaftlich aus dieser Krise raus? Was bedeutet das für Arbeitsplätze? Was bedeutet das für die Infrastruktur vor Ort? Aber auch was den gesellschaftlichen Zusammenhalt betrifft, was wir da momentan erleben, die Art, wie Demonstrationen ablaufen, die Form, wie wir miteinander diskutieren, das beschäftigt mich ebenfalls massiv, weil ich da schon große Sorge habe, weil es teilweise einfach sehr respektlos stattfindet. Und ich finde, wir sollten alle ein bisschen abkühlen, weil wenn alle schreien, dann hört man nicht, was der andere sagt. Und wichtig ist aber, sich zuzuhören. Und das treibt mich schon um, diese beiden Aspekte. Also was mir auffällt, ist am Anfang, wo wir diese Filme gedreht haben, da haben die meisten Leute eigentlich eher den positiven Effekt betont, dieses Zusammenhalten, Ja. Zusammenrücken. Und jetzt kippt das Ganze. Haben Sie da auch eine Erklärung dafür? Sagen wir mal so, wenn sich eine Situation für 2 Wochen ändert, dann hat man ein Urlaubsgefühl. Wenn sich etwas aber für Monate ändert, dann gibt es ein Alltagsgefühl. Und ich glaube, was momentan die Situation so schwierig macht, ist, dass es nicht den Endpunkt gibt. Es wäre für alle viel, viel einfacher, wenn man sagen könnte, da müssen wir jetzt durch bis 1. Dezember und dann drücken wir auf den Knopf und dann wird alles gut. Diesen Endpunkt gibt es so aber nicht. Und das sorgt für ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die da hochkommen. Es gibt einen großen Zusammenhalt weiterhin in der Gesellschaft. Den sehe ich. Aber die andere Seite ist lauter geworden, was wir bei vielen Krisen immer erleben.
Ich glaube, dass die große Mehrheit immer noch zusammenhält und achtsam ist. Also zum Beispiel auch in der Familie aufeinander aufpasst oder für die Nachbarn, dass man einfach schaut, wie geht's einem. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Mhm. Aber wir haben das bei allen anderen Krisen auch erlebt, dass diese Krisen auch immer für extreme Menschen dazu führen, dass die lauter werden. Und deshalb ist aber immer genauso wichtig, was ich immer sage, die Anständigen müssen auch laut sein, damit man es ins richtige Verhältnis setzen kann. Okay. Und ja, jetzt habe ich meinen Spickzettel nicht da, jetzt muss ich nachdenken. Wie, was, genau, jetzt geht es um Sie persönlich vielleicht, na, obwohl, das können Sie selber entscheiden. Ja, Sie dürfen alles fragen, ob ich alles beantworte, ist was anderes. Genau, nee, es geht darum, was trägt Sie durch diese Zeit, was gibt Ihnen Halt? Das, was vorher mir auch schon Halt gegeben hat. Ich habe großartige Menschen in meinem Umfeld, sowohl beruflich als auch privat. Das gibt Halt und Rückhalt. Und das trägt, glaube ich, durch alle schweren Zeiten, die es gibt. Wenn man Menschen in seinem Umfeld hat, für die man dankbar sein kann, und vielleicht sind die Zeiten auch ein gutes Signal, diese Dankbarkeit auch ein bisschen bewusster zu machen. Aber das war bei mir schon vorher so. Ich war vorher schon dankbar und demütig und bin das momentan auch. Und auf was freuen Sie sich, wenn das Ganze vorbei ist? Auf Knuddeln, auf anständige Begrüßungen und auf diese Freiheit, die Dinge auch wieder mehr wertzuschätzen, die man sonst im Alltag fast im Vorübergehen macht. Irgendwo einen Kaffee zu trinken, sich mit jemandem abends auf ein Bier zu treffen. Und ich freue mich auch auf solche Sachen wie Konzertbesuche, Fußballspiele, die man besuchen kann. Aber am allermeisten die Kontakte im Alltag, sich anständig begrüßen zu können. Und die Gespräche führen zu können und auch nicht drüber nachdenken zu müssen, darf ich das jetzt oder darf ich das nicht? Darauf freue ich mich schon sehr. Okay, ich glaube, das reicht.